Ein spannender Tag für Axel Klesper. Heute liefert er einem Kunden seinen Schrank. Der hat einen ähnlichen Schrank auf so einem Kunsthandwerkermarkt, wo ich ausstelle, hat er gesehen. Und in Zusammenarbeit mit ihm ist dann ein neuer entstanden, den er so haben wollte. Und jetzt hoffe ich halt, dass er ihm gefällt. Das werden wir dann sehen. Sechs Wochen zuvor hat er mit dem Schrankbau angefangen. Was der Kunde bekommt am Anfang, ist eigentlich nur so eine Skizze. Und das ist immer eine große Herausforderung für mich, die Kundenwünsche mit dem, was ich dann baue, dass das übereinstimmt. Dabei ist schon die Holzauswahl entscheidend. Also, dann schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen Kirschbaum habe. Also, was heißt ein bisschen? Schon einen ganzen Stamm für diesen Schrank. So, also. Also hier sind meine Schätze, Baumstämme, über die Jahre gesammelt. Ich arbeite eigentlich ausschließlich mit heimischen Hölzern. Am liebsten mag ich Kirsche, Birne, Ahorn ist ein ganz tolles Holz auch. Sein Ehrgeiz besteht darin, das ganze Möbel aus nur einem Stamm zu bauen. Von diesem hier scheint es genügend Bretter zu geben. Okay, da habe ich auch gleich verschiedene Stärken. Noch schaut das Kirschholz nur grau aus. Man sieht ein bisschen Maserung, aber man kann überhaupt nicht erkennen, was das für einen Glanz und für eine Strahlkraft entwickeln wird, wenn das fertig geschliffen, geölt und dann noch im Licht nachgedunkelt ist. Deswegen ist das immer ein bisschen Überraschungseffekt. So wie bei diesem Schränkchen. Also das ist jetzt hier eins meiner ersten Möbel, die ich so gebaut habe. Ein Stehpult, das ich gebaut habe, weil ich gedacht habe, es gibt nur hässliche Stehpulte. Und ich wollte was bauen, was praktisch ist, was man wirklich auch benutzen kann, kein Ziermöbel. Man sieht so ein paar spezielle Sachen, die ich gerne verwende mit so speziellen Features. Zum Beispiel so ein Stufenbeschlag, den man bis zum Anschlag macht. Dann ist es auch flach. Dann kann man diese Leiste versenken. Das hätte mich jetzt gestört, wenn die nur aufgeleimt gewesen wäre, aber ich brauche sie ja hier, damit ein Buch nicht runterrutscht. Hier kann ich zum Beispiel einen Laptop abstellen zum Arbeiten, wieder reinschieben oder nur die Tasse Tee. Beim Möbelbau ist Axel ganz auf sich gestellt. Nur wenn die Bretter wie für den neuen Auftrag derart lang und schwer sind, packt sein Nachbar mit an. Die ersten Arbeitsschritte. Schon das Zurechtsägen ist eine Herausforderung. Aus dem Stamm müssen an die 300 verschiedene Brettchen und Leisten entstehen. Und Axel muss schon jetzt im Kopf haben, wo welches am besten zur Geltung kommt. Also mein Markenzeichen sind die offenen, sichtbaren Holzverbindungen, auf die ich größten Wert lege, dass die qualitativ hochwertig sind. Zum Beispiel sowas wie eben jetzt hier Schwalbenschwanzzinken für Schubladen. Die schauen nicht nur toll aus und betonen das Handwerkliche, sondern die sind natürlich auch unverwüstlich. Voraussetzung ist allerdings, dass man sie sehr sauber ausführt. Also wenn das Werkzeug nicht passt, dann geht's nicht. So, also das ist hier eine japanische Säge. Ich arbeite eigentlich nur noch mit japanischen Sägen. Die haben den Vorteil, dass sie sehr dünne Blätter haben und sehr feine Schnitte machen. Weil sie nämlich auf Zug arbeiten, ganz anders als europäische Sägen, können sie ganz dünn sein, weil sie sich nicht verbiegen, wenn die Kraft aufgewendet wird. Die erste Schranktür. Also ich benutze ja ausschließlich Massivholz. Also das heißt, ich benutze keinerlei Plattenwerkstoffe. Und das findet man jetzt wirklich kaum noch. Zum Beispiel ist auch so eine Füllung hier. Das ist keine furnierte Platte, Pressspan oder sonst irgendwas, sondern das sind letztendlich ganz dünn ausgeschnittene Brettchen. Und dann mit Fasern angeschnitten. Das muss dann alles genau zusammenpassen. Und es muss sich alles bewegen können, weil Massivholz arbeitet, solange ich es nicht verbrannt habe, ewig. Und
Das heißt, das sieht man hier ganz gut. Diese Füllung kann sich hier bewegen und das muss sie auch, sonst zerreißt es. Dann im Winter zieht sie sich zusammen wegen der trockenen Heizungsluft und im Sommer dehnt sie sich wieder aus und das passiert in dieser Fuge, die aber abgedeckt ist natürlich durch die Leisten. Doch hier muss er unterbrechen, denn sein zweiter Job ruft. Der Deal mit der Ali ist, sie ist Lehrerin, ja. Das ist ein sehr anstrengender Beruf. Und damit sie mehr den Rücken frei hat, mache ich den Hausmann. Ich bin also nur so ein Zweidrittelschreiner, ein Drittel Hausmann, grob gesagt, je nachdem, kommt auch immer auf die Zeit an. Und ja, jetzt mache ich gerade Mittagessen für uns. Es ist ja nicht so, dass ich gar nie irgendwas mache, aber ich muss mich halt nicht um den Alltag kümmern, um Einkaufen, Putzen und solche Dinge. Ich bin einfach in der Schule, mache meine Vorbereitung, Nachbereitung, Elterngespräche. Und ja, für mich ist das eine ideale Aufteilung sozusagen. Kennengelernt haben sich Ali und Axel in Würzburg, wo sie beide Sonderschulpädagogik studiert haben. Auch Axel hat als Lehrer gearbeitet. Sehr lecker. Das ist eine Schule zur Erziehungshilfe gewesen. Die meisten sind einfach ausagierend, aggressiv oft. Man kriegt sein Geld dafür, dass man dasteht und nicht aus dem Weg geht. Nach einem Sabbatical wollte er etwas Neues wagen. Eine Schreinerlehre hatte er bereits vor dem Studium gemacht. Ich dachte, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere als Schreiner, als Möbelbauer, dann mache ich es gar nicht mehr. Seine ersten Entwürfe sind als Prototypen für den Eigenbedarf entstanden. Edel, vom Design her zeitlos. Und mit jedem Möbel wurde er handwerklich besser. Hier habe ich im Prinzip alles gebaut. Also das hier mit dem Stuhl, der ist schon ein bisschen älter, aber dann den Tisch und diese Schränkchen und hier diesen Büroschrank. So, den Sie. Spezialentwurf für die Ali habe ich ihr zum 50. Geburtstag gebaut. War eine große Herausforderung für mich, hat sie mir auch einiges abverlangt. Dazu kann sie aber selber was sagen. Weil ich unbedingt dieses Rollo wollte, das hatte ich halt gesehen. Und dann musste er sich was ausdenken, wie das funktionieren kann. Und es hat auch ganz gut geklappt. Es verschwindet nach hinten und ich liebe Schubladen. Ich komme gern her und arbeite hier gerne und ich finde es wunderschön. Ich bin sehr glücklich mit Ali und das passt alles zusammen. Ich bin eigentlich rundherum zufrieden. Ja, ich war schon mal schwer krank. Das habe ich gut überstanden und ja, macht mich noch dankbarer, dass ich jetzt hier so an dem Punkt stehe und wir so ein schönes Leben haben. Diese Freiheit, die man halt hat als Selbstständiger, ist enorm groß. Ich kaufe einen Baumstamm und hinten aus der Werkstatt kommt ein fertiges Möbel raus. Und alles dazwischen habe ich gemacht. Das ist ein ganz tolles Gefühl. 6 Wochen später hat er es geschafft. Der neue Schrank ist fertig. Axel bringt ihn zum Kunden nach Murnau. Hallo. Herr Klesper, hallo. Grüß Sie. Knapp 8.000 Euro wird der Schrank kosten. Rund 1,5 Stunden dauert der Aufbau. Ich bin gespannt. Ja. Und freue mich. Bis dann. Gut, bis dann. Danke. Also, bis gleich. Ne? Ciao. Danke. Wo es geht, halten Stecksysteme aus Holz den Schrank zusammen. Dann kann man das auch umziehen, so oft man will. Einmal habe ich irgendwie ein Brett vergessen, das habe ich aber dann einfach nachgeliefert. Also das hat dann schon funktioniert. Nur die Türen brauchen Metallscharniere. Albtraum ist, es fällt einem was runter oder so. Dann kannst du gleich wieder nach Hause fahren. Zuletzt noch die Einschübe. Da lege ich natürlich sehr großen Wert drauf, dass die Schubladenfronten ein schönes Gesicht haben. Das war vorher so zusammen. Diese 2 Teile waren so zusammen. Und wenn ich das aufklappe, dann habe ich halt ein Bild, was sich wiederholt. Fertig! Er steht! Er steht. Na, ich bin gespannt. Kommen Sie, schauen Sie. Sie sehen das erste Mal. Ja. Ich
hoffe, er gefällt Ihnen an diesem Platz und so, der wie er rausgekommen ist. Weil bis jetzt haben Sie ihn ja nur von der Zeichnung gekannt. Ja, ja. Aber der ist toll. Schön, das freut mich. Er riecht gut. Also er ist, wie ich Ihnen ja gesagt habe, ist ja alles Massivholz. Solange das existent ist, arbeitet das. Das dauert jetzt, das muss ich akklimatisieren sozusagen. Okay. Bei Ihnen hier in dem Raum. Ich, der muss jetzt ankommen. Der muss ankommen, ja? Richtig, der muss ankommen. Der ist toll. Und die Tür? Ja. Also hier, wo Sie reinkommen, das ist die allerschönste Seite mit dem, also vom Holz, von der Maserung her, ja, mit hier, mit diesem kleinen bisschen, wie so kleine Augen sind da drin, also es nennt man Augen. Großartig. Ich, der Künstler. Schön. Schön. Dankeschön. Freut mich, wenn Sie ihn gefällt. Dankeschön. Fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, ich weiß es immer nicht sicher. Also es geht meistens gut, aber ein bisschen spannend finde ich es immer. Super. Ja, irgendwie ist ja irgendwie Erbstück auch dann. Ne? Also wenn ich nicht mehr bin, dann haben andere noch Freude. Auf jeden Fall. Denn so ein Schrank aus einem Stamm überdauert locker mehrere Generationen.